Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Objektivporträt. Bevor wir aber da einsteigen, erst noch ein kleiner Hinweis, weil das jetzt zeitlich sehr schön passt. In Hamburg gibt es vom 9. bis zum 11. Dezember in der Fruchtallee 108 eine ganz, ganz außergewöhnliche Ausstellung mit ganz vielen analogen Fotografen rund um den Globus. Guckt da dringend mal auf die Webseite Unstable Light. Lights heißt das Ganze. Link gibt es unten. Da sind also wirklich große, aber auch unbekannte Namen rund um den Globus dabei, die sich eben der analogen Fotografie verschrieben haben. Und wenn ihr in der Nähe seid, irgendwo in Hamburg und Umgebung, dann guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Alle Infos gibt es unten unter dem Link, den ich da für euch hinterlassen habe. So, da hoffe ich, habe ich euch eine interessante News erstmal rübergebracht. Und jetzt steigen wir ein in Sachen neues Biotar. Ja, beim Carl Zeiss Biotar, da klingeln bei vielen Fotografen alle Glöckchen und das Schlagwort Swirly Bokeh taucht natürlich dann unvermittelt auf. Und so sind die Biotare mit 58 und 75 mm gemeinsam mit den berühmtesten Nachbauten, dem Helios 44 und 40, heute durchaus gesuchte Vintage-Objektive mit dem ganz besonderen Extra. Nicht nur bei Fotografen, sondern natürlich auch bei vielen Filmschaffenden. Das Biotar ist neben dem Planar und dem Tessar sicher eins der wichtigsten Objektive der neueren optischen Geschichte. Und wie es dazu kam, die Frage bitte ich euch nochmal für einen Moment im Hinterkopf zu behalten, denn wir kommen darauf noch zurück. Vorher müssen wir allerdings ein paar wesentlich drängendere Fragen beantworten. Und allem voran, warum kommt das neue Biotar denn von Meyer Optik Görlitz und nicht von Zeiss und darf das dann überhaupt so heißen? Die Antwort da ist ganz klar und einfach. Ja, das darf es, weil Zeiss auf eine Verlängerung der Rechnungspatente und den Namensschutz verzichtet hat. Und die sind dann einfach ausgelaufen. Und da das neue Objektiv ein Objektiv ist, das sich dieser Rechnung bedient und sie nutzt, darf es also auch so heißen. B, ist es denn wirklich ein neues Objektiv? Ja, auch wenn der Vorgänger, die NetSE, aus deren Insolvenzmasse ja die ganze neuere Meyer Optik Görlitz Geschichte irgendwann mal entstanden ist, das Biotar ebenfalls schon mal neu aufleben lassen wollte, damals glaube ich unter dem Namen Oprena, handelt es sich jetzt um ein vollkommen neu konzipiertes Objektiv mit einem ganz anderen Tubus, einer ganz anderen Mechanik und vor allen Dingen auch mit einer anderen Lichtleistung. Und das deutet dann schon deutlich darauf hin, dass es da tatsächlich eine komplett neue Rechnung gibt. C, was wird das Objektiv kosten? Ja, 1199 Euro für ein manufakturgefertigtes Objektiv aus Hamburg mit 11 verschiedenen Anschlussarten. Dabei sind Canon EF, Canon RF, Fuji X, Leica L, Leica M, natürlich ohne Messsucherkupplung, leider. M42, MFT, Nikon F, Nikon Z, Pentax K und Sony E. Also eine breite Auswahl. Warum ist das Biotar denn überhaupt so ein besonderes Objektiv? Also zunächst mal stammt seine Rechnung und seine Idee aus den Anfangstagen schneller Normalobjektive. Man wollte einfach in vielen Situationen und besonders in Innenräumen allein mit dem vorhandenen Licht vernünftig fotografieren können. Und so gab es da mehrere Versuche. Der erste wirklich erfolgreiche war 1923 das Ernostar 2, 80 mm. Damals die Normalbrennweite für 120 mm Film, für Typ 120 Film. Gerechnet von Bertele für die Firma Ernemann. Das Ding bestand aus zwei verketteten Elementen und insgesamt 6 Linsen in 4 Gruppen. Weiterhin in dem Bereich schneller Normalobjektive das Sonar 1.5 1932, ebenfalls von Bertele, diesmal für Zeiss gerechnet. 2 verkettete Dreifachelemente, insgesamt 7 Linsen in 3 Gruppen.
1927, ein bisschen früher, das Biota 2.0, 50 mm von Meret, gerechnet für Zeiss, ein symmetrischer Doppelgauss, zwei verkettete Elemente, sechs Linsen in vier Gruppen und 1930 das noch schnellere Biota 1.5, 50 mm, allerdings eine Cine-Linse, ebenfalls von Meret gerechnet für Zeiss. Auch das war ein symmetrischer Doppelgauss-Typ, bot zwei Elemente, zwei verkettete Elemente, insgesamt sechs Linsen in vier Gruppen. Die Zielsetzung damals war, zuerst erstmal überhaupt Objektive zu fertigen, die mit so wenig Licht auskommen konnten und die dennoch in der Lage waren, ein vernünftig auskorrigiertes und scharfes Bild zu erzeugen. Und natürlich war man zum Erreichen dieser Ziele bereit, auch den einen oder anderen Kompromiss einzugehen. Die Idee war damals natürlich nicht, lass uns ein Objektiv bauen, bei dem sich das Bokeh zu drehen scheint. Diese Eigenschaft, die es später so berühmt gemacht hat, war vielmehr eine Folge bestimmter anderer Schritte und Notwendigkeiten. Swirly Bokeh entsteht nämlich, wenn die Unschärfekreise zu den Bildrändern hin immer weiter zu spitzen Ellipsen gestaucht werden. Und wenn diese Stauchung dann auch noch unsymmetrisch auftritt, dann entsteht die Illusion eines Strudels im Hintergrund. Auslöser ist hier beispielsweise eine kleine Austrittspupille, die zum Beispiel dadurch entsteht, dass die Eingangsöffnung wegen der doch hohen Lichtstärke besonders groß sein muss, die Ausgangsöffnung allerdings durch den Mount-Durchmesser beschränkt ist. Das heißt, da besteht dann einfach ein Missverhältnis. Und zudem wird es zu den Rändern einer stark gekrümmten Linse, je größer die wird, desto stärker ist ja die Krümmung, immer schwieriger, diese exakt zu korrigieren. Der hohen Lichtstärke musste also auch hier der ein oder andere Tribut gezollt werden. So kam es dann zu diesem Bokeh-Effekt. Da die Objektive heute in erster Linie so eingesetzt werden, dass der Wirbeleffekt im Hintergrund entsteht und auftritt, deutlich sichtbar wird, dann vergisst man leicht, dass es schon sehr spezielle Bedingungen braucht, damit er überhaupt sichtbar wird. Mit dieser Eigenschaft kämpfen dann auch besonders die Neulinge, die zum ersten Mal mit einem Biota oder einem Helios fotografieren. Ohne diese Bedingungen entsteht nämlich kaum ein Wirbeleffekt und die Bilder sehen dann relativ normal aus, also wie mit jedem anderen Objektiv fotografiert. Da die Biotare damals sehr weit verbreitet waren und wegen ihrer Lichtleistung auch durchaus gerne mal in der Pressefotografie eingesetzt wurden, haben wir vermutlich schon tausende Bilder gesehen, die mit Biotaren fotografiert wurden, die aber keinerlei Anzeichen von Wirbelbokeh haben. So betrachtet ist das Biotar dann eigentlich ein ganz normales, für die damalige Zeit extrem lichtstarkes und gut auskorrigiertes, scharfes Objektiv, mit dem man bei wenig Licht herausragend fotografieren kann. Auch den Gedanken behaltet bitte mal für einen Augenblick im Hinterkopf. Der wird nachher auch nochmal eine Rolle spielen. Schafft man also ganz bestimmte Konstellationen, in denen das scharfe Objekt zwischen 1 und 2 Metern von der Kamera entfernt steht und sich der gesamte Hintergrund dann relativ plan in etwa 7 bis 10 Metern Entfernung befindet, dann entstehen aus den Spitzlichtern und hohen Kontrasten Unschärfekreise, die zu den Rändern hingestaucht werden und um das Zentrum zu drehen scheinen. Allerdings das auch nur, wenn man mit komplett geöffneter Blende fotografiert. Es ist natürlich nachvollziehbar, dass man im Gesamtbild, dass es durchaus möglich ist, dass man damals bei der Entwicklung dieses Objektivs diesen einen Sonderfall leicht als nicht so sonderlich gravierend akzeptiert hat. Auf der anderen Seite war ein Objektiv entstanden, das mit den Mitbewerbern mindestens mithalten konnte. Wer weniger Lichtleistung brauchte, aber mehr Schärfe wollte, der konnte auch damals schon auf das hervorragende Tessar von 1902 zurückgreifen. Eine ähnliche Konstellation, wie wir die auch bei Leitz mit dem Summicons und den Summiluxen erleben. Kommen wir damit zu Punkt E. Warum sollte ich überhaupt so ein Biota haben wollen? Vielleicht ist das unfair, aber ich denke, wenn man sich diese Frage tatsächlich stellt, dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass man eher kein Biota braucht. Swirly Bokeh allein ist vermutlich auch kein ausreichender Grund, sich ein vollmanuelles Objektiv mit einer Offenblende von 1,5 für fast 1200 Euro anzuschaffen. Der
Sinn einer solchen Optik, der ergibt sich eigentlich nur aus der umgekehrten Betrachtung. Wenn die Frage lautet, kann denn so ein Biotar mit seinen Eigenheiten meine Bilder voranbringen? Und dann kann die Antwort unter Umständen sehr klares Ja sein. Letztlich haben Objektive wahnsinnig viele Qualitätsaspekte. Die Schärfelästung bei Offenblende, das generelle Auflösevermögen, die Farbwiedergabe, optische Störungen wie Verzerrungen, Farbsäume. Also hier trennt sich ja wirklich ganz schnell die Spreu vom Weizen, auch wenn man zugeben muss, dass moderne Objektive selbst in der Einsteigerklasse bereits moderat abgeblendet nahezu perfekte Bildergebnisse ermöglichen. Auf der anderen Seite steht demgegenüber aber auch eine Gruppe von Aspekten, die sich überhaupt nicht so gut in Zahlen erfassen lassen. Faktoren, bei denen Geschmack, künstlerischer Ausdruck, unterschwellige Bildwirkung eine Rolle spielen. Wir bevorzugen dabei Objektive, die scharf abbilden, ohne die Schärfe zu übertreiben und klinisch oder hart zu wirken. Die Unschärfe nicht zu charakterlosen Farb- oder Luminanzflatschen zerfallen lassen, einen harmonischen Übergang von der Schärfe zur Unschärfe bieten und die dabei einen besonderen Charakter haben, der sie aus der Masse auch schon beim ersten Blick heraushebt. Und letztlich entscheidet man sich für oder gegen ein Objektiv, entweder weil es flexibel und universell einsetzbar ist oder eben weil es irgendeine Spezialaufgabe besonders gut handhaben kann. Also da denkt man zum Beispiel zuerst mal vielleicht an Makroobjektive und ähnliche Geschichten. Da ist es eben diese spezielle Aufgabe, die das Objektiv wertvoll und dann auch als logische Anschaffung erscheinen lässt. Die reine Abbildungsleistung war lange Zeit einzige treibende Kraft bei der Objektiventwicklung. Da sind wir aber in Bereiche vorgedrungen, in denen wir heute mitunter schon das als unnatürlich empfinden. Wir haben deswegen die Wahl, welchen Weg wir einschlagen wollen. Und nicht immer ist maximale technische Schärfe unbedingt der Weg, der zum besten Bild führt. Wir haben also auf der anderen Seite auch den Luxus, darüber nachzudenken, die tendenziell uninteressanten Bereiche eines Bildes, zum Beispiel den Hintergrund, attraktiv zu gestalten. Denn im Gesamteindruck können dann genau diese Anteile dafür entscheidend sein, ob wir ein Bild als harmonisch, unruhig, sanft oder crisp wahrnehmen. Sie entscheiden dann nicht über ein gutes oder ein schlechtes Bild per se, aber vielleicht über die letzten 5 oder 10%. Das klassische Biotar ist in seiner Grundcharakteristik sehr harmonisch. Es ist schon bei Offenblende hinreichend scharf, ohne klinisch oder nüchtern zu wirken. Es zeichnet also im besten Sinne klassisch. Es verfügt über die Möglichkeit, im Gegenlicht sehr sanfte Überstrahlung und Flares zu bilden, ohne dabei für eine so alte Rechnung zu viel Kontraste einzubüßen. In den meisten Bereichen wirkt es niemals aufdringlich, sondern eher umschmeichelnd. Und das kann auf der anderen Seite, wenn man die richtigen Bedingungen herstellt, auch zu einem extravaganten Ausnahmeobjektiv werden. Denn ein Bild mit deutlich wahrnehmbarem wirbelnden Bokeh ist immer in der Lage, aus der Gleichförmigkeit der Masse herauszustechen. Das Biotar ist also ein Objektiv, das ich einsetzen kann, wenn ich seine besonderen oder seine allgemeinen Fähigkeiten schätze, wenn sie meinem Geschmack empfinden. Das ist ein sehr persönliches Objektiv. Allerdings eins mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum. Es kann sehr harmonisch, nüchtern sein, aber auch sehr extrovertierte Bilder liefern. Bevor wir uns endgültig den Fähigkeiten des neuen Biotars oder Biotar 2 widmen, wollen wir noch einen kleinen Blick auf das Umfeld werfen. Denn die verfügbaren Biotare, die ich heute kriegen kann, die sind doch recht unterschiedlich. Und dann kommen wir auch zur nächsten Frage. F, was unterscheidet das Neue von den alten Biotaren? Der Urtyp des Biotars wurde ab 1937 für die Exacta gebaut. Er ist leicht am schweren Messinggehäuse zu erkennen und bietet eine Naheinstellgrenze von 90 cm. 8 Blendensamtlamellen und seine optische Formel weicht von allen späteren Typen ab.
Der überwiegende Teil wurde ohne TSTA-Vergütung ausgeliefert. Nach dem Krieg gab es allerdings eine Version mit gleichem Tubus, aber M40-Gewinde für die Praktiflex. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man so ein Objektiv kaufen möchte. Heute zahlt man für eine gut erhaltene Kopie zwischen 400 und 600 Euro. Die ersten Nachkriegsversionen kamen von 1946 bis 1952 in den Handel. Als exakter M42 und sehr selten als Leica Schraubgewindeversion. Und da gab es dann auch standardmäßig schon die TSTA-Vergütung. Mit 17 Blendenlamellen liegt es in dem Aspekt an der Spitze und es ist zudem das kompakteste Biotar. 300 bis 500 Euro muss man heute investieren. Es sei denn, man will eine schwarze Version, die sind deutlich seltener und ein ganzes Stück teurer. Das Preset Biotar war von 1950 bis 1952 im Handel. Es hatte eine Blende mit getrennter Arbeitsblendeneinstellung, 12 Blendenlamellen, manchmal auch 10, und war mit exakter oder F42 Mount verfügbar. Die Exportversionen, die waren oft nur mit dem Vermerk B aus Jena auf dem Frontring gekennzeichnet. Und das ist heute das günstigste Biotar mit 100 bis 200 Euro Marktpreis, ist man da dabei. Das halbautomatische oder Springblenden-Biotar, das von 1953 bis 1960 ebenfalls für exakt dann M42 im Handel war, erweiterte das Preset-Biotar nun um eine Springblende, die manuell aufgezogen werden musste. Durch diese verbesserte Vergütung ist die Farbwiedergabe der späteren Biotare in kritischen Lichtsituationen deutlich besser. Allerdings tun die nur 10 Blendenlamellen dem Bokeh nicht so gut. Für die Version muss man so 150 bis 250 Euro investieren, um eine gute Version zu bekommen. Und wenn wir über Biotar-Varianten sprechen, dann müssen wir natürlich auch noch einen Blick auf das oder besser die Helios-Objektive werfen. Immerhin ist das Helios ein direkter Nachbau des Biotars, der entstand, als die Rechnung nach dem Zweiten Weltkrieg auch in die damalige UdSSR gelangte. Das Helios 44 wurde dort zu einem der meistverkauften Objektive überhaupt. Und es wurde bis in die 90er Jahre in 4 verschiedenen Werken gebaut. Und je nach Zählung kommt man auf 20, 30 oder gar noch mehr Varianten. Das Objektiv ist so häufig, dass man bei eBay regelmäßig Angebote mit Losen von 50 oder gar 100 Objektiven im Karton findet. Die Ursprungsversion hatte 13, später 8 und gegen Ende der Produktion nur noch 6 Blendenlamellen. Grundsätzlich ist das Wirbelbokeh beim Helios 44 immer ein bisschen ausgeprägter als beim Biotar. Dafür ist die Schärfe in den Randbereichen entsprechend geringer. Die Verarbeitungsqualität bei den Helios-Objektiven reicht von hervorragend bei den frühen Varianten bis hin zu zweifelhaft bei einigen modernen Varianten. Und wegen der Vielzahl an Varianten ist es nicht ganz einfach, immer das perfekte Helios 44 aus der Menge der Angebote herauszufiltern. Wenn man eins gefunden hat, zwischen 50 und 250 Euro, muss man da auf dem Gebrauchtmarkt investieren. Dann kommen wir jetzt zum Schluss zum neuen Meyer Optik Biotar. Und das ist anders als die Neuauflagen von Trioplan, Primoplan und Lüdeth keine Reinkarnation, sondern eher eine Reinterpretation. Denn statt der historischen Offenblende 2.0 liefert die Neuauflage beachtliche 1.5 als Offenblende. Und das bringt einige handfeste Vorteile. Zunächst mal teilt es sich die Gehäusekonstruktion mit den anderen Meyer Optik Objektiven. Und biotartypisch kommt es allerdings in matten Silber mit aufgesetztem schwarzen Abschlussring daher. In Glanzlack hätte das Ganze mit Sicherheit noch ein bisschen klassischer gewirkt. Die klicklose Blende steuert 14 Lamellen und generell ist die Verarbeitung wie immer bei den Meyer Optik Görlitz Objektiven tadellos. Die Naheinstellgrenze liegt bei 70 cm und 2 zusätzliche Punkte hier auf dem Entfernungsring geben einem einen Hinweis darauf, wo die besten Bereiche für Wirbelbokeh sind. Blendet man das Biotar 2 auf Blende 2 ab, ist bei der Bildwirkung letztlich kein Unterschied zum Original zu erkennen.
Die bessere Vergütung sorgt aber durchaus für mehr Kontrast. Und selbst bei Gegenlicht hat man deswegen wesentlich mehr Kontrolle, obwohl das Ding dennoch massive Flares und Überstrahlungen produzieren kann. Aber man hat durchaus noch Kontrastreserven. Auch wenn diese deutlich geringer ausfallen als bei modernen Rechnungen, das Biotar bleibt auch hier dem klassischen Vorbild treu. Neu sind allerdings die deutlich auftretenden Regenbogenverfärbungen in den Flares unter bestimmten Voraussetzungen. Die sind aber der Vergütung geschuldet und durchaus auch von anderen neuen Meyer-Objektiven bekannt. Da sich das Ganze letztendlich ganz gut kontrollieren lässt und beim Einsatz einer Gegenlichtblende auch wirkungsvoll unterdrücken, kann man diese Effekte durchaus als Ausdrucksmittel verbuchen. Die können aber definitiv auch sehr störend sein. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Im Vergleich zum Helios fällt der Wirbel wie beim Original-Biotar etwas weniger prägnant aus. Also das Helios wirbelt tatsächlich noch ein bisschen mehr. Aber dafür hat das Biotar 2 ja fast noch eine Blende mehr Öffnung zu bieten. Und genau an diesem Punkt wird es dann auch richtig interessant. Die Entscheidung, das Biotar 2 auf 1.5 zu rechnen, geht in allen Punkten auf. An einem Vollformatsensor habe ich dadurch deutlich größere und weichere Bokeh-Balls und noch mehr Swirl. Ich habe neben einem originalgetreuen Biotar-Look bei Blende 2 eine weitere Ebene, die fast schon an das Biotar 75 erinnert. Am APS-C-Sensor geht mir nicht ein Großteil der Wirkungen durch den Crop verloren. Das ist ja bei Blende 2.0 definitiv noch der Fall. Und die Schärfe ist auch bei 1.5, also bei Offenblende, noch absolut ausreichend. Wenn man das Biotar 2 wegen des Swirly-Bucke-Effekts einsetzt, dann kann man die Wirkung also deutlich über den Bereich, den die originalen Biotare oder die Helios bieten, ausdehnen. Da geht wesentlich mehr. Und gleichzeitig halte ich bei Blende 2 mehr Schärfeleistung und den ansonsten identischen Bildlook wie bei den regulären Biotar- und Helios-Objektiven. Bei 1.5 erhalte ich Swirls mit einer Weichheit, die mit dem Original schlicht nicht zu reproduzieren ist. Von so her verbietet es sich vielleicht ein bisschen, das Objektiv überhaupt mit den Altobjektiven in eine Kiste zu werfen. Es ist eigentlich, und ich finde, so sollte man es wahrnehmen, ein ganz, ganz eigenes Objektiv. So wie man ein normales 50-1.8 nicht mit einem 50-1.4 oder 1.2 vergleichen würde, weil es einfach verschiedene Rechnungen sind, so gilt das eigentlich auch hier. Durch die weitere Offenblende wirkt sich der Crop-Faktor an APS-Sensoren deutlich weniger aus, als es bei den Original-Biotaren oder dem Helios ist. Mit 75mm f2.4 kann ich deutlich stärkere Effekte erzielen als mit den 75mm 3.5. Für Videografen mit APS-C-Kameras ist das Biotar unter den Vintage-Objektiven damit absolut einzigartig und konkurrenzlos. Nutze ich das Biotar unabhängig von dem Wirbelbokeh als ganz normales Porträtobjektiv, dann verschafft mir die größere Offenblende drastisch mehr Spielraum bei der Freistellung, bei der Bildgestaltung. Dass es offenblendig stets hinreichend scharf ist, macht das kreative Spiel mit dem Objektiv nur noch interessanter. Auch hier werden aber Videografen voll auf ihre Kosten kommen. Das Biotar wirkt, ich würde mal sagen, sehr cineastisch, vintage und extrem geschmeidig. Die Kontrolle der Blende über 2.0 hinaus eröffnet nicht nur in Lowlight eine ganz neue Ebene zur Gestaltung. An kleineren Sensoren ist das Biotar in der Lage, den Aufnahmen einen, ich würde mal sagen, sehr noblen Look zu geben. Vielleicht noch in Kombination mit einem schwachen ProMist-Filter sollte das echt faszinierende Möglichkeiten erbieten, sehr wertiges Bildmaterial zu schaffen. Der Schritt beim Biotar 2 auf eine Offenblende von 1.5 zu gehen, war meiner Ansicht nach goldrichtig. Das neue Biotar wird dadurch so viel mehr, als es das Original war. Und dennoch bekommt man ja quasi das Original quasi kostenlos mitgeliefert, denn bei 2.0 entspricht der Look 1:1 dem, was man von dem alten Biotar kennen erwarten würde. Dass das Objektiv mit einer circa 1 Blende größeren Anfangsöffnung mehr kostet, ist dabei nichts verwunderlich ist. Die Preisunterschiede, die sonst bei 50er mit 1.8 oder 1.4 liegen, die fallen meist noch deutlich größer aus.
als die zwischen dem alten und dem neuen Biotar. Das wir in diesem Fall dann zusätzlich noch gebrauchte mit einem neuen Objektiv vergleichen, macht den Vergleich dann einfach nur noch eindringlicher und ja, aussagekräftiger. Punkt G. Was bekommen wir also mit dem Biotar 2? Also persönlich denke ich, dass man das neue Biotar nicht nur als Werkzeug für Swirly Bokeh begreifen dürfte. Dafür allein wäre eine Investition von über 1000 Euro auch schlicht nicht zwingend notwendig. Da es aber besonders durch die vergrößerte Offenblende deutlich mehr kann, dürfte es für viele Fotografen und besonders für Filmer extrem spannend sein. Und da würde ich definitiv empfehlen, sich das mal ganz intensiv anzugucken. Das Biotar 2 kann präzise, cremig, knallig, verträumt, luxuriös, aber auch extravagant sein, ohne dass irgendwelche zusätzliche Bearbeitungen, Filter oder digitaler Effekt irgendwie notwendig würden. Es kann unaufdringlich dokumentieren oder exaltiert in den Vordergrund heben und es bietet dem Fotografen eigentlich immer eine zusätzliche Option mehr. Mit dem Biotar 2 erhält man also ein Porträtobjektiv, das auch ohne chirurgische Schärfe knackige Bilder liefert. Ein Porträtobjektiv, das in der Lage ist, einen Flair von Luxus, Spannung und viel Harmonie in die Bilder zu bringen. Man erhält eine Normalbrennweite, die von Lowlight bis zu einer Blitzlichtaufnahme eigentlich erstaunliche Flexibilität darin bietet, ein besonderes Bild zu erzeugen. Und man erhält viertens ein Objektiv mit besonderer historischer Bedeutung. Und zusätzlich hat man fünftens ein Objektiv, das mit seinen vielfältigen Möglichkeiten eigentlich auch ein bisschen dazu herausfordert, neue Seiten an ihm neu zu entdecken. Mir hat das im Test wahnsinnig viel Spaß gemacht, da eben Sachen auszuprobieren. Und wie ich die ganze Zeit schon gesagt habe, es geht dabei deutlich über die Möglichkeiten der klassischen Biotare und Heliosse hinaus. Es kann sie aber gleichwohl völlig ersetzen. Dennoch muss man sich mit dem Ding auseinandersetzen. Man muss wissen oder lernen, wie man ihm welchen Look entlockt. Bei 1.5 ist es nicht ganz so trivial, den Schärfepunkt perfekt zu treffen. Selbst mit Fokus-Peaking oder Bildschirmluke genügt einmal Atmen, um selbst oder beim Model aus der Schärfeebene zu gelangen. Und damit komme ich zu der Frage vom Anfang dieses Videos zurück. Warum ist das Biotar 2 jetzt so ein besonderes Objektiv? Ja, weil es neben dem Planar und dem Tessar und dem Sonar eins der wichtigsten Meilensteine in der Objektiventwicklung erlebbar und nutzbar macht. Und das neu auf Stand der Technik gefertigt und mit einem unschlagbaren Zusatzargument der erhöhten Lichtstärke. Das, was das Objektiv liefert, kann ich mit den Gebrauchtobjektiven eben nicht kriegen. Und darüber hinaus macht es auch über den Signature-Look hinaus als klassisches Porträtobjektiv eine wirklich gute Figur. Also wenn man Wert auf Atmosphäre legt, wenn man so ein bisschen Flair in seinen Bildern haben möchte. Ich spare mir die Nutzung zusätzlicher Filter, um den angesagten Vintage-Look zu erreichen. Ich kann die Wirkung sehr, sehr verlässlich steuern. Es ist großartig, weil die aufgebohrte Lichtleistung gerade auch Filmen und Nutzern von APS-C-Kameras absolut in die Hände spielt. Das Objektiv im Vergleich zu den gebrauchten Biotaren oder dem Helios-Objektiven auf eine vollkommen andere Ebene hebt. Das habe ich gerade schon gesagt, es ist eigentlich ein anderes Objektiv. Und weil sich das Objektiv immer dazu eignet, aus der Masse rauszustechen. Sobald man ein Swirly Bokeh einsetzt, dann sowieso. Aber natürlich ist das auch ein bisschen Effekthascherei und deswegen ist es wichtig, dass es mehr kann als nur Swirly Bokeh. Und die Frage danach, für wen dieses Objektiv letztendlich geeignet ist, die stellt sich eigentlich gar nicht. Wenn der Look des Biotars einen nicht in seinen Bann zieht, dann braucht man es nicht. Und wer den Look will, der wird erstmal über die wesentlich günstigeren Alternativen nachdenken, auch wenn sie gebraucht und zum riskanter sind. Und wer dann aber das Ganze mit mehr Lichtstärke und noch mehr Charakter braucht,
wer den Anwendungsbereich noch mehr erweitern will, für den gibt es schlicht keine Alternative. Wer also genau das will, der wird das spätestens nach diesem Video wissen und wahrscheinlich übermorgen irgendwo im Laden stehen. Mich jedenfalls hatte das Biota 2 schon nach den ersten Testshootings in der Tasche und jetzt warte ich mit noch größerer Spannung auf das Erscheinen des ebenfalls angekündigten Biota 75.2. Und bis das soweit ist, werden wir noch ein paar andere Videos gesehen haben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, das Objektiv kennenzulernen und vielleicht hat es euch neugierig gemacht. Das jedenfalls würde ich mir wünschen, denn ja, vielleicht hat man gemerkt, dass ich schon relativ begeistert bin von dem Ding. Ich wünsche euch, wie immer an dieser Stelle, habt Spaß, schießt Film und tschüss bis zum nächsten Mal. So, eine Kleinigkeit noch, bevor ich wirklich raus bin für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann nehmt euch die 2 Sekunden Zeit und drückt da unten mal eben auf diesen Abonnieren-Button und am besten auf die Klingel daneben. Dann nämlich werdet ihr informiert, immer wenn es hier neue Videos gibt. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was hier auf dem Kanal so passiert. Naja, und interessante Inhalte gibt es dann dazu. Wenn ihr Lust habt, mal was im wirklichen Leben zu unternehmen, dann geht mal rüber auf meine Webseite pixelandgrain.de. Da findet ihr Informationen über meine Workshops. Die gibt es in der Dunkelkammer in Jever und immer mal wieder quer durch die Republik in ganz, ganz verschiedenen großen Städten. Und dann freue ich mich darauf, euch vielleicht mal ganz real in der Wirklichkeit begrüßen zu können. Ja, das war's für den Moment. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Tschüss.